Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 151 Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zweiter Teil. Kaum hatte sie den Krankenflügel betreten, da kam auch schon Poppy angelaufen. Und ich dachte, ich hätte über die Ferien mal meine Ruhe, sagte sie trocken. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich mit Harry als nächsten Patienten gerechnet. Warum mit Harry? Wollte Hermine wissen, während sie Poppy ihre Hand bereits zur Begutachtung hinhielt. Weil ich ihn kein einziges Mal, seitdem er wieder in Hogwarts lebt, auf meiner Station gehabt habe. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Poppy schmunzelte, als sie sich daran erinnerte, Harry damals regelmäßig wegen irgendwas behandelt zu haben. Das war ein Vogel, oder? Fragte die Heilerin unerwartet. Ein wenig verdutzt über die konkrete Vermutung, antwortete Hermine. Ja, aber woher? Ich habe vor wenigen Monaten so eine Wunde schon einmal behandelt. Poppy wuschte mit ihrem Stab, träufelte danach 3 Tropfen Wundheilmittel auf die saubere Wunde und klebte ein Pflaster darüber, das sie in etwa 4 Stunden, wenn alles verheilt wäre, wieder abnehmen konnte. Wer war das gewesen? Das, Hermine, darf ich Ihnen leider nicht sagen. Poppy war genauso an die Schweigepflicht gebunden wie jeder andere Heiler auch. Auf dem Rückweg fragte Remus ein wenig besorgt klingend. Möchtest du heute nicht doch lieber mit mir zu Tonks Eltern gehen? Nein, ich werde hier bleiben. Severus hat da was von Wasserhyazinthen gesagt und ich hoffe, dass wir heute... Er blickte echauffiert. Du willst doch heute wohl nicht arbeiten. Das ist doch keine Arbeit, Remus. Das ist Spaß. Mit einem beruhigenden Schmunzeln nahm er ihre Aussage zur Kenntnis, bevor er sagte. Wie du willst. Die Einladung steht trotzdem, falls du es dir anders überlegen solltest. Während die Freunde sich für die jeweiligen Familienfeier schick machten, zog sich Hermine warme Kleidung an, um mit Severus Hund auszugehen. Sie hatte sich in letzter Zeit sehr rar gemacht, aber da Severus sich nicht beschwert hatte, war Hermine davon ausgegangen, dass Harry mit dem Tier Gassi gegangen sein musste. Zu ihrem Erstaunen traf sie weder Severus noch seinen Hund an, doch sie hatte trotzdem Lust, sich nach dem fürstlichen Frühstück ein wenig die Beine zu vertreten. Sie liebäugelte mit dem Gedanken, Hagrid zu besuchen, obwohl es gut möglich war, dass der gar nicht zu Hause anzutreffen wäre. Beim Frühstück war er nicht gewesen. Als sie an der Brücke angekommen war, da stutzte sie. Die Fußspuren eines Hundes waren im Schnee zu erkennen und die vom Herrenschuhen und einer Dame mit großen Füßen. Hermine passierte die Brücke. Von weitem sah sie in der Nähe des verbotenen Waldes Severus, der stocksteif auf einem Fleck stand und seinen im Schnee tollen Hund beobachtete. Der Hund rannte mit etwas im Maul zu Severus hinüber. Hermine traute ihren Augen kaum, denn Severus nahm den Gegenstand aus Harrys Schnauze und warf ihn weit von sich, so dass der Hund hinterherhetzte. Sie hatte ihn noch nie mit dem Hund spielen sehen. Als sie nahe genug bei ihm war, grüßte sie ihn, woraufhin er sich erschrocken umdrehte. Kurz angebunden, fragte er Hermine, ob sie schon zurück vom Frühstück wäre und ob sie eine schöne Zeit gehabt hätte, während sich alle über ihn mokiert hätten. Es war nicht zu überhören, dass er sauer war. Wir haben gar nicht über sie geredet. Sie kam noch einen Schritt auf ihn zu, während Harry den Stock brachte, doch Severus griff nicht zu. Sie brauchen sich von mir nicht stören lassen. Nur zögerlich griff er nach dem Stock und der Hund ging sofort ein paar Schritte zurück und wartete gespannt, bis das Spiel erneut beginnen würde. Ich bin übrigens die andere, die keine Socke aufgehängt hat. Und dass ich nicht einmal einen Weihnachtsbaum habe, das wussten sie ja schon vorher. Schmunzelnd erinnerte sie sich daran,
wie Severus die Worte der Elfe wiederholt hatte, die ihren Bonsai-Baum Zwergenbaum genannt hatte. Severus äußerte sich nicht, sondern warf den Stock. Ihr Kniesel jagt auch Stöckchen hinterher, sagte er beiläufig, während er Harry nachblickte. Tatsächlich? Ja, es ist nur bedauerlich, dass er sie nicht zurückbringt. Momentan beschäftigt er sich mit dem Bewachen eines kleinen Baus. Wahrscheinlich hält irgendein Nager dort seinen Winterschlaf. Severus zeigte hinüber zu einem Baum, an dessen Wurzel, das hatte Hermine gar nicht gesehen, ihr Kniesel dicht an den Boden gepresst vor einem winzigen Loch lauerte. Einzig sein zuckender Schwanz deutete darauf hin, dass er lebendig war. Als Harry mit dem Stock zurückkam, da nahm Hermine ihn entgegen und natürlich fiel Severus das große Pflaster auf, sodass er wissen wollte. Was haben Sie mit Ihrer Hand gemacht? Das war Fawkes, sagte sie betrübt, denn es hatte sie sehr viel mehr verletzt, dass der immer so gutmütige Vogel in ihr eine Gefahr gesehen haben musste. Was haben Sie getan? Ihn an den Schwanzfedern gezogen? Mit großen Augen blickte sie ihn an, woraufhin er klarstellte. Ein Phönix lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ich wollte ihn nur anfassen. Harry sagte, er wäre womöglich krank. Remus denkt, in Falkes könnte sich eventuell ein Ei gebildet haben, weswegen er, oder besser sie, so aggressiv geworden war. Sie anblickend gab Severus seine Meinung darüber preis. Sollte ein Phönix überhaupt krank werden können, unheilbar krank, dann wird er sterben und wiedergeboren werden. Keine Tragödie also. Die Theorie mit dem Ei halte ich allerdings für Unfug. Aber es ist gut zu wissen, mit was ich Lupin in Zukunft auf den Arm nehmen kann. Haben Sie schon mit Albus darüber gesprochen? Nein, aber ich denke, Harry wird das bald machen. Den Stock hatte diesmal Hermine geworfen und beide blickten Harry hinterher, der wegen des Schnees nicht so schnell rennen konnte. Severus fragte unerwartet. Haben Sie sich eine sehr schlimme Wunde zugezogen? Was? Doch in dem Moment hatte sie seine Frage in Gedanken bereits wiederholt und antwortete gleich darauf. Nein, ich habe schon Schlimmeres abbekommen. Von Fawkes schweiften ihre Gedanken zum gestrigen Abend, sodass sie mit einem Lächeln auf den Lippen gestand. Ich mag ihren Patronus. Der war das absolute Highlight auf der Hochzeit. Es freut mich, dass mein Patronus nicht nur vor schwarzen Flüchen schützen, Dementoren vertreiben und auch Nachrichten übermitteln kann, sondern darüber hinaus auch zur Unterhaltung beiträgt. Die beiden machten sich allmählich auf den Rückweg, während Severus immer wieder den Stock warf, den Harry, der bereits ein wenig außer Atem war, freudig zurückbrachte. Hermine registrierte, was für ein vorsichtiger Mensch ihr Tränkemeister war, denn an der Brücke leinte er Harry an und er machte dem Hund klar, dass jetzt kein Moment war, in welchem gespielt wurde. Mit Leichtigkeit hätte Harry ausrutschen und durch das Geländer hindurch in den Abgrund fallen können, doch Severus hatte vorgesorgt. Severus? Er drehte seinen Kopf zur Seite und wartete auf ihre Worte. Kommen Sie mit in die große Halle? Dort liegen Geschenke für uns. Sie hatte ein lebendig begeistertes Gesicht aufgesetzt, das viele Erwachsene sich aus ihrer Kindheit gewahrt hatten, und welches von ganz allein zur Weihnachtszeit wieder an die Oberfläche kam. Wie alt sind Sie? Er schüttelte den Kopf. Was soll ich tun? Fotos von Ihnen machen, wenn Sie über Ihre Geschenke erfallen und Ihnen danach den Kopf tätscheln? Wenn es Ihnen Spaß macht? Ihre Freude konnte er nicht zerschlagen. Für Sie sind auch Geschenke dabei. Ich werde keines annehmen, erklärte er. Ich habe für niemanden etwas besorgt. Sie haben mir was geschenkt. Um den Frieden zu bewahren, werden wir noch eine Weile miteinander auskommen müssen. Sie summte kurz vor sich hin, was ihm deutlich machte, dass sie seine Aussage weder ernst nahm, noch für Wahrheit hielt. Dann stehen Sie eben an der Türe, Schmiere, schlug sie vor. Ich möchte nämlich nicht, dass irgendjemand zusieht. Sie können die Geschenke auch mitnehmen und bei sich auspacken. Er war nicht dazu zu überreden, sie in die große Halle zu begleiten, sodass sich ihre Wege im Erdgeschoss trennten. Hermine kroch auf dem Boden herum
und stöberte unter dem Baum, um alle Geschenke hervorzuholen, was sie natürlich auch mit Hilfe ihres Stabes hätte bewerkstelligen können. Doch das wäre nur der halbe Spaß gewesen. Sie fand besonders für sie viele Päckchen, denn jedes Geschenk, das man ihr geschickt hatte, selbst das ihrer Eltern, hatten die Hauselfen aufgrund des fehlenden Baumes in ihren Räumen hier untergebracht. Für Severus fand sie mehr Geschenke, als sie vermutet hatte. Alle Weihnachtsgeschenke, auch die für Severus, ließ sie mit Hilfe ihres Zauberstabes hinter sich herschweben, so dass ihr eine nicht gerade kurze Schlange an Paketen und Päckchen folgte, als sie ihren Weg in den Kerker einschlug. Salazar öffnete kommentarlos die Tür. Severus stand gerade in der Nähe und blinzelte ungläubig. Er lugte auf den Gang hinaus, auf welchem meterlang Geschenke schwebten. »Wo ist die Schlitten und die Rentiere?«, fragte er trocken. »Filch hat sein Veto eingelegt. Ich musste draußen parken.« Konterte sie so ernst, es ging. »Meinetwegen, dann treten Sie ein.« So genervt wie er klang, war er bei weitem nicht. Sie trat ein und es dauerte einen Moment, bis er die Tür wieder schließen konnte, denn die Geschenke kamen noch ins Zimmer geflogen. Harry sprang an einem Geschenk nach oben und wollte es unbedingt schnappen. Erst da bemerkte Hermine, dass auch ihr Kniesel hier war, doch sie wusste nicht, ob er ihr gerade eben gefolgt war oder ob er vorhin schon mit Severus mitgegangen war. Als alle Päckchen auf dem Boden lagen, schloss Severus die Tür und fragte: »Warum müssen Sie Ihre Geschenke unbedingt hier auspacken?« »Damit ich mich nachher aus dem Staub machen kann, während die Entsorgung des Geschenkspapiers an Ihnen hängen bleibt.« Sie griff nach einem der Päckchen, las das Schild und warf es Severus zu, der gekonnt fing. »Ist für Sie.« Er kniff die Lippen zusammen und legte das viereckige Geschenk verschmähend auf den Couchtisch, bevor er sich setzte. Sein Augenmerk fiel auf seinen Hund, der gerade das Papier einer länglichen Box zerriss. Er ermahnte ihn mit Worten, doch der Hund horchte nur kurz auf, bevor er sich wieder der zerfleddernden, doch noch immer geschlossenen Box widmete. Hermine griff nach dem Schildchen, warf einen Blick darauf und sagte: »Da steht Harry drauf.« Sie kniete sich nieder und hob verwundert den Deckel der Box, bevor sie lachen musste. »Was haben Sie?« »Jemand hat Harry einen Hundeknochen geschenkt.« Sie nahm die riesige Leckerei in Form eines Knochens aus der Kiste und hob sie hoch, sodass Harry an ihren ausgestreckten Arm emporsprang, um an sein Geschenk zu kommen, welches sie ihm auch freiwillig gab. Sie schmunzelte. »Ich würde meinen, dass das eine Idee von Hagrid war.« Da Severus seine Arme vor der Brust verschränkte, was ein eindeutiges Zeichen für seine ablehnende Haltung war, unterließ sie es, ihm weitere Geschenke mit seinem Namen auf dem Schild zu reichen. Stattdessen öffnete sie eines der ihren, was er interessiert beobachtete. Mittlerweile saß Hermine gemütlich im Schneidersitz auf dem Boden, zog etwas Gelbes mit schwarzem Muster aus dem ersten Paket und vermutete amüsiert: »Das ist mit Sicherheit von Albus.« Sie hielt ihm das Oberteil eines Schlafanzuges entgegen und da erkannte er, dass viele schwarze Kniesel auf dem gelben Hintergrund abgebildet waren. Einige spielten mit einem Wollknäuel, andere schliefen. Er erinnerte sich daran, sie einmal bei Harry in einem ganz ähnlichen Pyjama gesehen zu haben. »Wie alt sind Sie nochmal?«, spottete er. »In Albus' Augen bin ich wahrscheinlich noch ein Kind. Aber das ist in Ordnung. Ich mag das Geschenk.« Das nächste Päckchen war von Charlie Weasley aus Rumänien. »Nein«, sagte sie fasziniert, nachdem sie es geöffnet hatte. Sie zog ein kleines Fläschchen mit gelblich-orangefarbenem Inhalt heraus. »Drachenei-Dotter.« Sie blickte in das für das Fläschchen viel zu große Päckchen und zog ein Buch heraus. »Und ein Buch über Zaubertränke mit Drachenei-Dotter.« Sie strahlte über das ganze Gesicht. »Zeigen Sie mal«, sagte er plötzlich sehr interessiert, als er sich von der Couch erhob, das Fläschchen betrachtend und es mit einem Zauberstab berührend,
sagte er respektzollend. Und sogar zwei Jahre haltbar, mindestens. Kommen Sie, Severus. Packen Sie Ihre Geschenke aus. Vielleicht ist ja auch eins von Charlie dabei. Versuchte sie ihn zu animieren. Meine Begeisterung über Geschenke hält sich in Grenzen, sagte er, betrachtete jedoch die vielen Päckchen und suchte nach einem, welches die gleiche Größe hatte wie das von Charlie. Doch als er keines fand, setzte er sich einfach wieder auf die Couch. Während Hermine ihren Kniesel, eine sich selbst bewegende Stoffmaus, unter die Nase hielt, an welche er sofort sein Gesicht rieb, dachte Severus über etwas Tee und Kaffee nach, weswegen er eine Hauselfe aus der Küche rief. Er wählte den ersten Namen, der ihm einfiel, und sagte in den Raum hinein: Shibby. Auf der Stelle erschien die Elfe. Wir hätten gern... Hermine unterbrach ihn und sagte zur Elfe: Dich habe ich ja noch nie gesehen. Shibby ist neu. Shibby hat noch vor Halloween eure Stelle angetreten, erwiderte die Elfe schüchtern, denn sie erinnerte sich offensichtlich noch an Severus, der nicht sehr erfreut darüber gewesen war, dass sie beim ersten Mal den Nerv besessen hatte, sich ihm persönlich vorzustellen. Und, gefällt es dir hier? Fragte Hermine freundlich. Shibby wollte gerade antworten, da kam ihr Severus zuvor. Hermine, bitte, ich möchte nur etwas bestellen. Sie rollte mit den Augen, sagte jedoch zur Elfe: Herzlich willkommen in Hogwarts und frohe Weihnachten, Shibby. Bevor die Elfe sich für die netten Worte bedanken konnte, gab Severus seine Bestellung auf. Wir wünschen etwas Tee und Kaffee, dazu Gebäck und wenn möglich... Seine Stimme wurde ein wenig drohend. Ohne Weihnachtsvierlefanz. Ja, Sir, sagte die Elfe eingeschüchtert und verschwand. Weihnachtsvierlefanz? Wiederholte Hermine mit in Falten gelegter Stirn. Ja, so ein Schnickschnack wie der Mistelzweig an der Tür zur großen Halle. Er grinste selbstzufrieden, als sie wegen der Erinnerung daran errötete. Sie halten nicht viel von Weihnachten, oder? Mal davon abgesehen, begann er, dass die Zauberergesellschaft dieses Muggelfest mit all seinen Details jedoch ohne den tieferen Sinn, der dahinter steckt, übernommen hat, haben Sie völlig recht. Ich halte nicht viel davon. Hermine ließ die kleine Stoffmaus für Fellini auf dem Boden frei, die sofort im Zickzack vor dem Kniesel flüchtete. Da fragte sie Severus: Haben Sie mit Ihren Eltern früher nie gefeiert? Natürlich habe ich. Ich konnte mich ja nicht wehren, konterte er. Sie können mir nicht erzählen, dass Ihnen das Fest als Kind keinen Spaß gemacht hat. Er antwortete nicht, weswegen sie davon ausging, dass er früher seine Freude an Weihnachten gehabt haben musste. Sie nahm sich ein weiteres Geschenk und erzählte, während sie die Schlaufe löste. Als Kind wollte ich immer ein Pferd haben. Ich habe meinem Vater jahrelang damit in den Ohren gelegen. Er schmunzelte. In der Zaubererwelt? Begann er. Wollen die Jungs meist einen Drachen haben und die Mädchen ein Einhorn? Ein seliges Lächeln legte sich auf ihr Gesicht. Ich wette, Charlie war einer von denen, die sich immer einen Drachen gewünscht haben. Damit liegen sie sogar richtig. Sie zog ihre Augenbrauen in die Höhe, sodass er erklärte: Er hat als Schüler keinen Hehl aus seiner Vorliebe zu diesen Tieren gemacht. Sein späterer Berufswunsch hat mich daher nicht überrascht. Hermine hatte ganz vergessen, dass Severus damals alle Weasleys unterrichtet hatte. Mit zwei Geschenken in der Hand näherte sie sich der Couch. Bevor sie sich niederließ, zog sie ihre Stiefel aus, damit sie gemütlich mit einem angewinkelten Unterschenkel auf dem Sitzpolster Platz nehmen konnte. Das zweite Geschenk legte sie neben sich und Severus, während sie das erste wieder auspackte und sie die Unterhaltung fortführte. Was haben Sie sich als Kind gewünscht? Fragte sie, ohne ihren Blick von dem Päckchen abzuwenden, welches sie öffnete, doch er antwortete nicht. Shibby kam mit der Bestellung und stellte das Tablett wortlos auf den Tisch, doch die Elfe nahm sich die Zeit, Hermine ein nettes Lächeln zu schenken, bevor sie wieder verschwand. Nachdem Hermine eine Tasse Tee entgegengenommen hatte, sagte sie: Ich habe mir früher eine kleine Schwester gewünscht. Bei Merlin. Erinnern Sie mich daran,
dass ich demnächst einen Dankesbrief an ihre Eltern verfassen muss, in dem ich meine Erleichterung zum Ausdruck bringen möchte, dass es nicht dazu gekommen ist. Hermine verzog schmollend das Gesicht, doch er versicherte. Wirklich, zwei von ihnen und ich hätte Albus meine Kündigung zukommen lassen. Na, so schlimm bin ich doch nun auch wieder nicht. Wiegelte sie ab. Haben Sie Geschwister? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie stutzte, doch bevor sie ihren Mund öffnen konnte, kam er ihr zuvor und sagte. Ich weiß nicht, mit wem sich mein Vater die Zeit vertrieben hat, nachdem meine Mutter... Sie verstand ihn auch, ohne dass er den Satz beenden musste. Eine Weile lang herrschte betretene Stille und beide tranken aus lauter Verlegenheit aus ihren Tassen. Da sagte Severus leise, während er nach einem Keks griff. Ich habe mir früher einen Sack Murmeln gewünscht. Völlig automatisch hatten Hermines Gesichtsmuskeln entschlossen, eine fröhliche Ausstrahlung in den Tag zu legen, dass er bemerkte, Sie finden es witzig? Fragte er provozierend. Nein, beteuerte sie. Murmeln sind toll. Sie hatte sich etwas zu enthusiastisch ausgedrückt, doch wenn sie sich zurückerinnerte, war auch sie eine Zeit lang von Murmeln hellauf begeistert gewesen. Haben Sie sie bekommen? Ja, habe ich. Meine Mutter war allerdings ein wenig enttäuscht gewesen, dass ich mir keine Koboldsteine gewünscht habe. Warum Murmeln? Weil... Seine Stimme versagte, so dass er noch einen Schluck Kaffee zu sich nahm. Weil Lilly welche hatte und wir im Sommer auf dem Schulhof damit spielen wollten. Er atmete erleichtert durch. Und wer war besser? Wollte Hermine wissen und erntete damit von ihm einen fragenden Gesichtsausdruck. Ich meine beim Murmeln spielen. Wer war besser? Meistens sie. Sie hat sehr viele von meinen Murmeln erobert. Schnell fügte er hinzu. Die ich selbstverständlich alle zurückgewonnen habe. Hätte ich auch nicht angezweifelt. Hat sie Ihnen auch Geschenke gemacht? Zu Weihnachten? Er nickte. Und Sie haben sich darüber gefreut. Einen Blick von ihm bestätigte ihre Aussage. Langsam legte sie ihm eines seiner Geschenke auf den Schoß und sagte leise. Machen Sie es auf. Er stöhnte. Von wem ist es? Keine Ahnung, es steht nicht auf jedem Bäckchen was drauf. Mit Hilfe seines Zauberstabes löste er ungalant die Schlaufen und entfernte das Papier, nur um ein in Leder gefasstes Band mit in goldenen Lettern eingestanzten Titel »Die schönsten Gedichte« in den Händen zu halten. »Zum Teufel schenkt mir ein Geschichtsband«, zeterte er. »Schauen Sie doch erstmal nach, ob Sie eine Widmung finden, bevor Sie...« Sie stoppte sich selbst, bevor sie womöglich die Stimmung zunichte machte. Den Buchdeckel aufschlagend, las er still für sich einen kleinen Text, der lautete. »Severus, gern hätte ich selbst in Reimen meinen Gruß verfasst, aber angesichts der Meisterwerke in diesem Buch würde ich meine Dichtkunst nur in ein schlechtes Licht rücken. Kaum etwas kann meine Lebensfreude gebührender widerspiegeln, als die Verse der großen Dichter, deren Zeilen ich nicht mehr zu lesen imstande wäre, hätte sich in ihnen nicht derjenige gefunden, der meinen Geist zu befreien verstand. Ein frohes Fest wünscht Ihnen, Anne.« Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.